Ganze 11 Staffeln der Hauptserie von The Walking Dead gibt es ja mittlerweile in der Streaming-Welt zur Verfügung und auch schon beendet quasi. Und ja, diese 11 Staffeln werde ich jetzt heute endlich nach so langer Zeit mal in einem Ranking von meiner Meinung nach der besten Staffel zur schlechtesten Staffel, ranken. Wenn euch interessiert, auf welchen Platz ich welche Staffel packe und vielleicht auch warum, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, mein Staffelranking von The Walking Dead, ein Video, was sich jetzt schon ewig gezogen hat, weil ich ewig dran gearbeitet habe, in Anführungsstrichen, weil ich mir ein paar Staffeln nochmal rewatchen musste, um nochmal ein Bild darüber zu bekommen, wie ich zu diesen Staffeln stehe. Bevor es jetzt losgeht, erstmal hier, sorry, falls ihr im Hintergrund ab und zu ein kleines Rauschen hören solltet, das ist mein Ventilator, denn hier in meinem Zimmer sind es gerade mittlerweile gefühlte 50 Grad und anders würde ich diese Aufnahme wahrscheinlich nicht überleben. Dann soll hier noch gesagt sein, natürlich wird es hier vereinzelt Spoiler geben, für die Leute, die also noch nicht alle Staffeln geguckt haben, schämt euch erstmal. Nein, Spaß beiseite. Dann wisst ihr Bescheid. Ich werde immer anfangs sagen, welche Staffel ich ranke, bevor ich dann darauf eingehe, was da so passiert. Und ganz wichtig ist, wir haben zwar 11 Staffeln, aber ich habe hier 12 Platzierungen, weil ich eine Staffel in quasi A und B aufteile. Und nein, es ist nicht Staffel 11, wie es halt vom Release her war, sondern eine Staffel, die für mich quasi zwei Abschnitte ausgemacht hat. Ich will hier auch direkt sagen, es ist meine Meinung. Hier hat es nichts mit faktisch besseren Folgen oder faktisch besseren Staffeln zu tun. Hier geht es schlicht und ergreifend um meine eigene persönliche The Walking Dead Fan Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, vollkommen okay. Jeder kann sein Ranking natürlich so machen, wie er will. Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, warum ich welche Sachen so gerankt habe und warum ihr sie zum Beispiel anders ranken würdet. Gerne damit in die Kommentare. Jetzt will ich aber nicht noch länger rumreden, denn jetzt starten wir direkt in das Video rein mit Platz 12. Auf Platz 12 packe ich Staffel 6. Staffel 6 geht hauptsächlich um diesen riesigen Hordentrieb. Die ersten 4-5 Folgen sind nur dieses Umlenken der riesigen Horde, die auf Alexandria zuläuft. Wir haben zwischenzeitlich die Action mit den Wolves und das Ganze ist halt sehr, sehr gestreckt aufgeteilt. Ich muss sagen, ein Charakter, der mir hier nur 50-50 gefällt, ist definitiv Carol. Zum einen Teil ist sie maximal nervig und auf der anderen Seite ist sie halt schon extrem badass. Und ne, allein die ganze Action mit den Wolves, muss man halt sagen, ist sie halt schon der große Kopf gewesen, wie es da am Ende dann gelöst wurde. Wobei ich dann persönlich direkt sagen muss, mit den Wolves haben die da ein Ding gemacht, was hätte cool sein können, irgendwie nicht so wirklich war. Ich fand diesen ganzen Abschnitt mit denen eher doof bis hin zu unnötig, weil ich weiß nicht, das war einfach nur so ein Füller. Irgendwie einfach, wir brauchen noch einen Charakter, bevor wir Negan einführen. Allgemein finde ich, die ganze Staffel 6 war halt einfach nur der Weg geebnet, der Richtung Negan führte. Deswegen alles halt ziemlich, ziemlich füllermäßig. Anfangs muss ich sagen, mochte ich die Staffel, beziehungsweise den Anfang der Staffel ziemlich stark, weil halt dieser ganze Horden-Umlenk-Geschisse da, weil das halt so extrem auf verschiedene Sichten aufgeteilt wurde, was mega gut war. Mittlerweile so nach einer distanzierteren Betrachtung dieser Staffel muss ich sagen, es war nicht so meins, es zieht sich zu lang und wie gesagt, es ist halt eher die Bereitung auf Negan, was ja nicht schlecht ist, weil es halt ja funktioniert. Nichtsdestotrotz finde ich, hat diese Staffel für mich so den niedrigsten Stellenwert, weil es halt irgendwie sich nicht 100% so anfühlt, als würde die Staffel eigenständig stehen, sondern wie gesagt, wir haben hier so ein paar Zwischendinger, so Beschäftigungssachen, also es ist so eine Filler-Staffel gewesen, in meinen Augen zumindest. Auf Platz Nummer 11 packe ich Staffel 9, Teil 1 in Anführungsstrichen, denn hier habe ich unterschieden in der Staffel 9 vor Ricks Verschwinden und Staffel 9 nach Ricks Verschwinden. Weil das schon einen Unterschied ausmacht in meinen Augen. Hier haben wir die Staffel 9 vor Ricks Verschwinden. Ich muss sagen, hier fand ich es super interessant, nochmal jetzt im Nachhinein zu realisieren, wie krass die gefangen genommenen Saviors doch eingebürgert wurden. So, sie haben hier und da sehr viel geholfen. Viele Leute haben wirklich eine Führungsposition bekommen. Der ganze Bau der Brücke und das Ganze war schon ziemlich cool. Und überhaupt, dass sie halt so als Arbeitskräfte eingebunden wurden, war eine ziemlich gute Lösung für das ganze Problem. Auch, dass sich dann nachher ein paar von denen abkapseln und dementsprechend nachher nochmal zum Problem werden. Das war besser, als sie alle zu töten. Definitiv the best way. Was ich auch geil fand, war Rosita, Gabriel und Eugene waren in dieser Staffel, fing es wirklich an, dass sie interessantere Charaktere wurden. Sie wurden hier mal gebraucht, mehr, also die hatten Aufgaben und irgendwie auch Rosita und Eugene wurden ein bisschen mehr ins Rampenlicht gedrückt, was man ja später, Staffel 10 und 11 sowieso merkt. Und einfach diese, ich sag mal, Nebencharaktere wurden hier mal ein bisschen mehr gepusht, weil man vielleicht gemerkt hat, okay, die sind dann doch interessanter, deswegen lassen wir denen auch mal ein bisschen hier. Also die haben quasi wichtige Aufgaben übernommen, was ich ziemlich cool fand. Allgemein muss man sagen, dieser Teil von Staffel 9 war irgendwie so ein, ja, wir sind mal ein bisschen Richtung Realismus und Richtung Struktur gegangen. Ich fand es super cool, dass sie für verschiedene Horden verschiedene Bezeichnungen hatten. Das hatte ich nach dem ersten Mal Rewatchen gar nicht mehr auf dem Schirm und habe es jetzt erstmal so realisiert. Und allgemein der Bau der Brücke, diese, wie gesagt, die Bezeichnung der Horden, die Routenpläne von wegen, wo die Horden hergehen, beziehungsweise welche Route sicher zu befahren oder zu begehen ist,
Das war super strukturiert und ich fand es gleichzeitig ein bisschen komisch, weil es halt so direkt nach oder ziemlich stark nach halt dem Ende von den Saviors quasi war. Und das ist nämlich der Punkt, den ich nicht so feier. Über Timeskips in The Walking Dead müssen wir nicht reden, aber hier war so ein Timeskip, der aber irgendwie sich nicht angefühlt hat wie ein Timeskip. Es war einfach, es ging los, also es ging weiter. Aber es ist natürlich ein bisschen Zeit vergangen, weil diese ganzen Brückenbau und so, das sieht man ja nur zum Teil. Natürlich dann ganz am Ende Ricks Ableben, super emotional gemacht. Aber, und das ist auch mit der Grund, warum ich es auf Platz 11 packe, ich muss sagen, dieser Abschnitt war auch alles nur so Hinleitung zu Ricks Ableben. Das hat alles so in diese Richtung gedeutet. Viele Auseinandersetzungen, viele Streitigkeiten, viele Probleme. Das war schon cool, aber halt wirklich alles nur Richtung Ricks Ableben, was ja dann doch kein Ableben war. Und das war dann für mich so ein bisschen, ich wäre super traurig gewesen, wenn Rick endgültig tot gewesen wäre, aber natürlich wurde es hier einfach uns auf dem Silbertablett serviert und es wird einfach nichts draus gemacht. Deswegen nur auf Platz 11. Auf Platz 10 habe ich Staffel 11. Ja, die finale Staffel quasi des Commonwealth, die Einlebung, also das Einleben ins Commonwealth, die das Herausfinden von Problemen, die es im Commonwealth gibt und gleichzeitig auch die Spaltung unserer Truppen, sage ich mal. Es gibt einmal die Pro-Commonwealth-Leute und einmal die Contra-Commonwealth-Leute und dann der erstmal ein Konflikt zwischen denen untereinander. Ich muss sagen, mir gefällt das Commonwealth immer mehr irgendwie. Ich finde die Idee halt dahinter super geil, aber die Umsetzung war halt, finde ich, ein bisschen lau gemacht. Hätten da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr machen können. Und allgemein ging es dann in Staffel 11 doch wirklich absolut schnell. Wir bekommen so 3 Folgen, wo es gut läuft, dann 3 Folgen, wo es kippt, 3 Folgen, wo es Krieg gibt und dann nochmal 3 Folgen. Ich meine, Staffel 11 war gesplittet in 3 Teile. Da muss ich nicht davon reden, dass das ziemlich komisch alles war. Was wir natürlich auch bekommen haben, war der große neue Gegenspieler, die Reaper, ja, beziehungsweise Pope, die Einführung von denen. Das ist so eine Gruppe, die hatte so viel Potenzial vom Design her und dann haben sie so richtig gegen die Wand gefahren. Das war einfach nur so ein, okay, wir brauchen noch einen Gegenspieler, dass hier in Beschäftigung ist und das war halt dann so ungenerisch und es war dann einfach nur irgendwie hingeklatscht. So schnell wie sie da waren, so schnell sind sie gegangen. Natürlich, es gab 3-4 ultra krasse Szenen mit denen. Natürlich dann gegen Ende der Krieg mit dem Commonwealth, die Vereinigung, also quasi, dass das Commonwealth doch zusammenarbeitet. Der große Finalkampf, das Finale mit Maggie und Negan quasi, dass sie sich vertragen und dann in Dead City wieder aufeinandertreffen. Dann das Finale, dass Daryl auf die Suche nach Rick geht und dann in Frankreich endet und demnächst dann auch nach Spanien geht. Man merkt schon, dass sie sich nicht ganz treu geblieben sind mit ihrem Finale, das ist ein anderes Thema. Und dann natürlich auch allgemein die Rückkehr von Rick Grimes, die Ankündigung von The One to Live quasi. Michonnes Rückblick, beziehungsweise wo Michonne ist, zeigen, wo Rick ist, was da passiert ist. Das war schon alles ziemlich, ziemlich episch, aber gleichzeitig war es halt auch schade, weil es war kein Finale, weil wir wussten, es geht eh noch ewig weiter. Und deswegen kriegt es auch nur so eine niedrige Platzierung. Ich mag die Staffel an für sich ziemlich. Und auch diese ganzen epischen Momente nachher. Negan, der sich opfern wollte. Wie gesagt, Maggie und Negans Gespräche. Rick und Michonne kommen zurück. Man sieht sie nochmal nach so langer Zeit. Alles super cool gemacht, aber halt nichts für die Ewigkeit, weil es einfach gezeigt wurde, hier, wir haben ein Ende, aber eigentlich ist es doch kein Ende. Und das fand ich dann persönlich leider kacke. Auf Platz 9 packe ich Staffel 3. Und ich glaube, damit werde ich jetzt ziemlich viele Leute triggern. Was haben wir größtenteils? Wir haben die Einnahme des Prisons, wie das Prison aufgeräumt wird mit den Prisoners, die da drin waren. Wir haben Michonne und Andrea als quasi neuer Arc, der da zustande kommt. Wir haben den ersten Blick auf den Governor. Und wir haben, und das ist der Grund, warum es so tief gerankt ist, einen sehr, sehr fragilen und emotionalen Rick Grimes, der immer noch von Laurys Geist quasi verfolgt wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich muss sagen, ich liebe das Prison. Die Prison-Zeit ist meine liebste Zeit in The Walking Dead, auf jeden Fall, faktisch. Aber das hier war halt so dieses, es war alles sehr, sehr schleppend irgendwie. Ricks Regeneration hat so ultra lang gedauert, was nicht schlecht war für seinen Charakter, aber halt von weiter weg betrachtet schon irgendwie doch ein bisschen zäh war. Klar, die Einführung vom Governor war 10 von 10, die Einführung von Michonne war auch ziemlich gut gelungen dadurch. Man muss sagen, ich finde die Andrea-Michonne-Chemie war irgendwie, ich fand sie war von Anfang an nicht da, obwohl sie ja ziemlich Best Friends ja irgendwie wurden. Und wie gesagt, auch trotzdem die Einführung von Prison, die Bereiche, die da geräumt wurden, dieses Absperren, Zäune flicken und so. Dieser ganze Aufbau, das ist grundlegend das, was ich in Apokalypse immer feiere. Deswegen auch dann doch so gut gerankt oder mittelmäßig gerankt. Aber für mich das größte Problem, Rick ist hier oftmals echt einfach nur nervig gewesen, weil er so dieses Fragile und ich weiß nicht, ich mag das persönlich nicht so an Rick. Ist für seinen Charakter super wichtig gewesen, keine Frage, aber es war ziemlich zäh und hat sich lang gezogen. Und vor allem, finde ich, war das eher so ein Vorläufer für Staffel 4, weil man hier den Governor halt eingeführt hat, aber noch nicht so krass, wie er halt dann wirklich wurde. Das baut zwar, logischerweise, es sind Staffeln, es baut aufeinander auf, aber hier war es wirklich so, als hätte man Staffel 4 einfach mal geteilt und hätte dann 3 und 4 rausgemacht. Wirkte zumindest für mich so. Auf Platz 8 habe ich Staffel 10. Der große Krieg gegen die Whisperer, das Finale
Finale des Kriegs gegen die Whisperer und dann auch langsam die Einführung des Commonwealths. Ich muss sagen, mir hat diese Staffel schon grundlegend gut gefallen, weil ich fand die Action zwischen, oder diese Chemie zwischen Negan und Alpha und Carol, dass da das Ganze passiert ist mit ihrem Kopf, also dass Negan Alpha tötet, dass Carol Negan beauftragt hat. Dann am Ende Daryl gegen Beta oder die ganze Gruppe gegen Beta, gegen die Riesenhorde. Das quasi Finale der Whisperer, wie Carol mit Lydia quasi die Horde in den Abgrund leitet. Dieses ganze Finale, es war ziemlich schnell alles, also es war ziemlich viel in eine Staffel gepackt. Aber ich fand das mega cool, weil ich persönlich nach wie vor, ich mag die Whisperer grundlegend schon. Es ist ein bisschen die Umsetzung, ein bisschen schwierig, aber hey, grundlegend finde ich, das ist eine coole Bösewicht-Fraktion gewesen. Und dann natürlich auch die Suche nach Hilfe und das Treffen aufs Commonwealth und auf Princess und so. Princess, finde ich, ist vielleicht ein Hot-Take. Ich finde Princess einen super coolen Charakter. Ich finde es sogar schade, dass sie gegen Ende quasi so ruhig gemacht haben. Ich fand dieses Aufgedrehte komplett durch den Wind wesentlich besser als nachher dieses ruhige, bodenständige, ne, irgendwie fand ich ein bisschen komisch. Aber grundlegend dieses alles und der Aufbau vom Commonwealth war viel zu episch fürs Commonwealth. Also wir bekommen das mit diesen Güterwaggons und eingesperrt und der erste Auftritt von diesen Rüstungen und man sieht das und es war alles super episch und das hat dann irgendwann den Wind aus den Segeln verloren. Aber hey, ich muss sagen, ich mag die Staffel, weil das Finale für die Whisperer mega krass heftig war. Alles schön verpackt in einer Staffel. Negans Entwicklung super geil, Carols Entwicklung super geil. Daryl hatte super krasse Szenen. Rundum eine super, super geile Staffel, finde ich. Platz 7 habe ich, Staffel 7, lustigerweise. Ja, was soll man sagen? Der brutalste Einstieg in eine Staffel, die wir je gesehen haben. Also das war eine... Müssen wir nicht überreden über das Line-Up. Es wurde hier von Anfang an klipp und klar erklärt, was diese Staffel mit sich bringen wird. Und zwar einfach einen fragilen Rick, einen unfassbar starken Negan, eine krasse Dynamik zwischen allen Fraktionen, heftige Fights, heftige Kriege und das Ganze hat es auch dann gegeben. Die Einführung vom Kingdom, die richtige, ordentliche Einführung von Hilltop. Es war alles super geil, diese neuen Fraktionen kennenzulernen. Das Einzige, was hier auch, wie ähnlich bei den anderen Staffeln, was mich genervt hat, ist Carol, weil Carol hatte hier diese Kein-Bock-auf-alles-Einstellung und das fand ich super weird. Es hat gar nicht irgendwie richtig zu dem Charakter gepasst. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Total verwirrend. Deswegen, ihr Charakter war ein bisschen nervig in der Staffel, würde ich mal behaupten. Dann bekommen wir Jadis und die Schrottplatz-Gang und dieser Anfang von dem Krieg. Saviors gegen Alexandria Hilltop Kingdom. Das alles war super geil, diese Einleitung in diesen Krieg, wie das alles angefangen hat. Mega episch dargestellt. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass dieser Krieg in Realtime irgendwie 2 Wochen ging. Wirkt wesentlich länger, wirkt wesentlich dynamischer, riesiger. Aber alles in allem war das super geil, weil wir super viele Fraktionen eingeführt bekommen haben. Super viele coole neue Charaktere, die neue Plätze in den verschiedenen Fraktionen halt bekommen haben. Ich fand's mega geil. Also die Einführung von Ezekiel war halt schon absolut heftig, obwohl ich ihn anfangs gar nicht mochte, später immer mehr, aber grundlegend eine super geile Staffel, weil halt super viel hiermit neu aufgemacht wurde. Auf Platz 6 packe ich Staffel 5. Ja, wir haben quasi die Terminus-Action bzw. die Terminus-Rache am Anfang mit Rote Machete Rick, mit Terminus-Action, wie Carol da alle befreit, dieses ganze Gefeite da, der Anfang, also die erste Folge von dieser Staffel war einfach Hammer, also die war einfach Gänsehaut pur, die könnte ich mir immer wieder angucken. Das Wiedersehen von allen Charakteren oder nacheinander Wiedersehen von Charakteren, Judith lebt und kommt alles zusammen. Dann kommt auch langsam die Einführung von Badass Rick, der immer brutaler, heftiger wird. Und wir bekommen hier, das ist der Grund, warum ich es nicht so gut ranke, obwohl es mir eigentlich eine Staffel ist, die mir sehr gut gefallen hat, die Suche nach Beth. Und ich muss ja sagen, Beth war für mich ein Charakter, ich mochte sie super gerne, auch wenn sie quasi keinen Charakter hatte, muss man einfach mal so sagen. Aber diese Suche und diese ganze Kacke mit dem Krankenhaus, es war irgendwie ein interessanter Ansatz, nur irgendwie habe ich das Gefühl, da hätte Kopf und Fuß gefehlt. Irgendwie manchmal so, die Suche nach ihr, dann sie finden, nur dass sie dann stirbt. Aber das war alles ziemlich kacke. Was ich halt gut daran fand, war halt die Art, wie sie es gemacht haben. Rick, der da auf die Officers trifft und die quasi dann halt davon überzeugt, dass wir tauschen und was weiß ich. Mega geil alles gemacht. Wie gesagt, Badass Rick sowieso und dann halt auch langsam die Einreise oder das Finden oder das Treffen auf Alexandria beziehungsweise auf Aaron und dann die Einführung von Alexandria war so mit super geil, weil das halt das erste Mal war, dass wirklich eine weitere gute Fraktion eingeführt wurde, die aber auch wirklich einen festen Sitz hat. Das war halt mal ein Ziel, was verfolgt wurde und das war einfach super geil, vor allem nach Terminus. Es war halt so eine Erleichterung, man wusste, okay, die Leute sind jetzt erstmal für die ersten 2-3 Nächte hier sicher. Auf Platz 5 habe ich Staffel 9 Teil 2, also die ganze Staffel nach Rick. Hier bekommen wir ja einen XXL Timeskip und ich nach wie vor bin ich nicht Fan von den Timeskips in The Walking Dead, weil die super kompliziert mittlerweile sind und keiner versteht es mehr wirklich, selbst die Autoren und die Produzenten werden es nicht mehr verstehen. Aber ich muss sagen, dieser Timeskip hat vielen Charakteren
richtig gut getan. Fast allen. Jeder Charakter ist durch diesen Timeskip gewachsen. Eugene ist gewachsen. Gabriel, Aaron sind richtig krass geworden. Rosita wurde ein wesentlich wichtigerer Charakter. Allgemein die Kinder, also Judith und auch Gracie, alles mögliche. Es hatte viel mehr Relevanz. Ein Charakter hat mir nicht so geil gefallen und das war Michonne, weil Michonne ist am Anfang einfach nur ultra nervig. Wir lassen keinen rein. Das ist das, was Rick wollte. Wir machen hier nur für uns und irgendwie alles ziemlich komisch. Also ich mochte ihren Charakter nicht. Auch die Einführung vom Rat, den sie da geschaffen haben, mit dann halt Kingdom, Hilltop und so weiter, diese ganze Verknüpfung, theoretisch sogar mit dem Savior-Außenposten, was ich super geil fand. Schade, dass das halt nicht so funktioniert hat, aber allgemein, jeder Charakter ist daran gewachsen. Michonne hat ein bisschen Kacke gehabt und halt auch die Einführung von neuen Charakteren. Ich habe gerade absolut ihren Namen vergessen, sorry Leute. Die Truppe, Magnas-Gruppe, da wurde sie ja immer vorgestellt. Die ganze Einführung fand ich auch cool, weil es halt nochmal neue Charaktere waren, auch wenn die Charaktere jetzt nicht so heftig waren, aber es war cool gemacht. Auf Platz 4 packe ich Staffel 8 und das ist quasi der Höhepunkt, der Peak des Savior-Krieges. Und ich bin ganz ehrlich, mir ist erstmal beim dritten, vierten Mal Rewatchen aufgefallen, wie cool es doch dargestellt wurde, weil ich habe mich immer gefragt, hey, woher wissen die denn, wer die Guten, wer die Bösen sind? Bis mir dann aufgefallen ist, dass die ja wirklich Armbinden benutzt haben. Jedes King, also das Kingdom, Hilltop, Alexandria, Oceanside, die hatten ja alle quasi Armbinden, damit sie sich identifizieren konnten. Und das ziehen die durch. Von der Sekunde 1, wo sie diese Armbinden verteilen quasi, bis zum Ende des Krieges wird das durchgezogen. Ich habe da explizit mal drauf geachtet. Finde ich super geil. Mega realistisch für so eine apokalyptischen Krieg. Allgemein dieser Krieg ist einfach mega heftig dargestellt. Eugenes Charakter, der twistet und dann einen Plot-Twist im Plot-Twist hervorruft. Ricks Charakter, der ultra krass am Boden zerstört wird durch Karls Verlust, durch Negan, durch alles Mögliche. Das alles ist super, super geil gewesen. Das Einzige, was ich nicht so geil fand, ist, es hat sich enormst gezogen. Dafür, dass es, wie gesagt, nur 2 Wochen war, der Krieg. Es gab halt viel Hin- und Hergeschnitte zwischen den verschiedenen Ecken, was ich ein bisschen nervig auf Dauer fand. Dann hätte ich lieber gehabt, eine Folge, die nur da spielt, eine Folge, die nur hier spielt. Aber es war ja oftmals Hin- und Hergeschnitte am laufenden Band plus das Finale, dass quasi Maggie und Hilltop im Prinzip als die neuen Bösen dargestellt werden, oder zumindest als Leute, die jetzt eher anti-Rick sind, weil Rick halt Negan nicht getötet hat, fand ich ein bisschen kacke, weil sie es halt auch einfach nicht genutzt haben. Es war zwar dieser Kontaktabbruch zwischen Rick und Maggie, aber irgendwie, ich weiß nicht, es war ein bisschen komisch, wie sie das dargestellt haben. Natürlich, man ist absolut versteht Maggie, dass sie Negan tot sehen will, aber irgendwie, es war halt komisch. Aber an für sich, diese Staffel, mega geil, dieser Krieg, wie es aufgebaut ist, mit den Angriffen auf die verschiedenen Außenposten, mit dem die verschiedenen Fraktionen, die halt zusammenarbeiten. Ich habe es geliebt, kann ich mir immer wieder angucken, weil es einfach super geil umgesetzt ist. So, jetzt gehen wir aufs Treppchen zu und auf Platz 3 packe ich persönlich Staffel 2. Und das ist auch jetzt erst seit kurzem so, dass ich die so schlecht platzieren würde, weil damals war es wirklich meine Lieblingsstaffel. Staffel 2, klar, der Unfall oder das Steckenbleiben auf dem Highway, das Finden von Herschels Farm, Karl wird angeschossen, Shane wird langsam psychisch immer labiler, Rick und Shane fetzen sich. Laurie in dieser Staffel an ihrem fragwürdigsten Höhepunkt gewesen, weil sie irgendwie Rick mehr oder weniger den Gedanken eingepflanzt hat, dass Shane ihr und ihm im Weg steht und Karl. Und diese eine Szene in dem Zelt, wo Rick so richtig böse dann guckt, nachdem sie das sagt, dass er Shane aus dem Weg hauen müsste quasi. Ich fand es super komisch. Laurie nach wie vor für mich der beschissenste Charakter sowieso. Aber an für sich, ich fand das Ganze geil aufgebaut. Dieses Setting hat mir geil gefallen. Die Suche nach Sophia war cool. Daryls Charakter wurde ein bisschen mehr beleuchtet. Allgemein dieses Ganze, okay, wir müssen hier den und den retten. Wir müssen das und das sichern. Dann die große Herde, die quasi zur Farm kommt und. Wie gesagt, Rick versus Shane mit Shanes Ende. Das Ende überhaupt, dass sie dann aufgesplittet wurden in verschiedene Gruppen und sich dann erstmal wieder zusammenfinden mussten. Super, super geil gemacht. Der Grund, warum ich es so schlecht platziere, ist mittlerweile, finde ich, es war super zäh auf Dauer, weil es eigentlich immer das Gleiche war. Man hatte super viele ähnliche Momente. Rick, der sich mit Herschel ein bisschen fetzt, weil halt irgendwie wer nicht gehört hat und so. Es hat sich super vieles wiederholt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Platz 3 meiner Staffeln, also weil ich liebe diese Staffel zu gucken, nur halt hier und da sind es Sachen, die sich einfach unfassbar unnötig ziehen, deswegen ein bisschen schlechter gewertet. Kommen wir auf Platz 2 und Silber bekommt hier Staffel 4. Ja, wir sind mitten im Prison, das Prison ist quasi an seinem Höhepunkt, wir haben die Krankheit, die ausbricht, wir haben den Governor, der angreifen will, beziehungsweise den Neuaufbau des Governors, den Angriff auf Prison, den Krieg Prison gegen Governor. Mega geil, wie gesagt, ich liebe das Prison, ich liebe diese ersten paar Folgen von Staffel 4, weil da halt so dieses, es funktionierte alles, es gibt
Essen, es gibt Wasser, es gibt Versorgungstrupps, die rausgehen, es gibt Leute, die zu Hause bleiben, die dann absichern. Und es war alles strukturiert aufgebaut. Das hat mir super gut gefallen. Überhaupt, dass quasi viele von Governors alter Truppe dann quasi im Prison landet und nach dem Angriff die Gruppen sich spalten und erstmal wieder zusammenfinden müssen. Das Treffen auf Abrahams Gruppe und dieses Ganze, wir müssen uns erstmal zusammenfinden und dann quasi die Staffel, die darauf hinspielt, dass wir in Terminus enden, wo es dann endet und wo wir mit einem super krassen Cliffhanger dagelassen werden. Eine super, super geile Staffel in meinen Augen. Wirklich, ich liebe es, mir diese Staffel anzugucken. Ich liebe es Prison, ich liebe die Gruppe von Abraham, ich liebe diesen ganzen Weg nach Terminus von verschiedenen Sichten. Es hat Karls Charakter so krass entwickelt, Ricks Charakter so krass entwickelt. Jeden Charakter, der hat da was mitgenommen. Eugene und Rosita, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt fand ich super nervig. Rosita ein bisschen weniger als Eugene. Eugene fand ich mega nervig, aber einfach eine geniale Staffel in meinen Augen. Ja, und für die, die aufgepasst haben, wissen sie jetzt, was auf Platz 1 kommt, was das Gold bekommt, und das ist natürlich Staffel 1, weil Staffel 1 in meinen Augen der Peak von The Walking Dead war. Das Setting in der Großstadt, dieses Rick wacht aus dem Koma auf, weiß von nichts, die Zombies waren noch anders, sie konnten teilweise schon rennen, klettern, was halten. Sind sich dann nicht treu geblieben, sind sie ja später erst wieder mit den Varianten quasi zugekommen, das ist ein anderes Thema. Ich fand das ganze Setting mega geil. Die Staffel war ja sehr, sehr kurz, es sind ja die ersten Staffeln von manchen Sachen ja meistens. Das Wiedersehen, also erstmal die Atlanta-Gruppe treffen, dann das Probleme lösen, dann das Treffen von Rick mit Carl und Laurie auf Shane treffen, dann das, dieser ganze, überhaupt dieser Abschnitt, wie alles da passiert, dass man rausfindet, Shane hat was mit Laurie. Die Einführung von allen halt, von Carol, von ihrem Mann, ihre Geschichte mit Sophia. All diese Charaktere, die da eingeführt wurden. Dann bis hin zu dem Punkt, dass sie sagen, okay, wir verpissen uns. Treffen auf Dr. Jenner, der ihnen quasi weismacht, hier ist scheiße, es gibt keine Heilung, es ist kacke, das und das passiert. Die ganze Erklärung. Die Staffel 1 ist einfach im Prinzip eine Einführung in dieses Universum. Und dieses Staffel 1 führt es auch einfach perfekt ein. Wir kriegen gesagt, was passiert ist, wie es passiert ist, was mit Menschen passiert, die sterben. Wir kriegen indirekt nachher durch Rick halt erzählt, jeder ist infiziert. Die CDC oder wie hier ist es nochmal, dieses, wo Jenna gearbeitet hat, CDC oder was weiß ich. Diese Explosion war absolut hässlich, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Es war, CGI hat gefloppt, sein Urgroßvater. Aber diese ganze Einführung von allen Charakteren, von dieser Story, von dieser Welt, einfach geil. Ich kann mir Staffel 1 immer, immer wieder angucken, vor allem, weil so viel nachher halt hinterher wieder aufgegriffen wird. Allein so eine Sache wie einen Merle, der wiederkommt. Einfach genial gemacht. Deswegen für mich Platz 1, Staffel 1. Definitiv. Ja, und das war mein Ranking zu den Staffeln von The Walking Dead. Wie gesagt, 12 Plätze, weil Staffel 9 gesplittet war. Also für mich zumindest gesplittet war. Jetzt seid ihr gefragt. Wie findet ihr dieses Ranking? Versteht ihr, warum ich manche Sachen so gerankt habe? Wenn nicht, schreibt mir gerne euer Ranking in die Kommentare, wie ihr die Staffeln ranken würdet, was ihr anders ranken würdet und vor allem warum. Und ich habe hier in diesem Video mit Absicht die Spin-Offs noch nicht mit eingepackt, weil da werde ich, glaube ich, mal allgemein drauf eingehen, dass ich sage, ich vergleiche die Spin-Offs, also alle Spin-Offs mit der Hauptserie und mache daraus so ein Ranking, was ich da am besten finde und wie. Das wird ein extra Video geben. Ansonsten, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Ranking in die Kommentare. Schreibt gerne euer Ranking in die Kommentare. Lasst mich gerne wissen, was ich noch für Videos um The Walking Dead rumrum machen sollte. Hier werde ich euch jetzt zwei Videos verlinken, die auch mit dem Thema The Walking Dead zu tun haben. Wenn euch die Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt will ich das Video nicht noch länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.